Ja, Sie werden sich jetzt fragen, wieso trage ich unterm Arm diese Graugans? Ja. Genau. Die Antwort ist eben so simpel wie einfach. Ach was? Ist sie. Und zwar in der Requisitenkammer hier in der Requisiten beim WDR. Achso, ja, klar, in der genau da, ja. Da stand zur Auswahl nur noch eine gebrauchte Friseuse. Eine was? Eine gebrauchte Friteuse. Eine gebrauchte Friteuse und diese Graugans. Und mir erschien eine gebrauchte Friteuse unterm Arm als wenig dekorativ. Ja, genau, das ist richtig, das ist richtig. Das ist wenig dekorativ. Aber das ist keine ganz gewöhnliche Gans. Nein, 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 ich bin eine ganz andere Gans. Ich bin also eine ganze Gans. Eine was? Eine ganze Gans. Eine ganze Gans, ja. Es gibt einen halben Hahn und eine ganze Gans. In Ordnung. Jedenfalls ist diese Gans, die hat eine Aufgabe. Ja, genau, genau. Sie ist trainiert und studiert. Genau, ich bin eine auch. Ich studiere? Studiert. Und zwar hat sie studiert Nahkampf. Sie hat studiert. Hör auf! Nahkampf an einer Fernuni. Ne? Nahkampf an einer Fernuni. Nahkampf an einer. Nahkampf an. Gecheckt. Ist gut. Und die, sagen Sie, es ist so, wenn Sie im Fernsehen auftreten und in der Öffentlichkeit, genau, könnten wir jetzt darauf einigen, dass ich spreche? Ja, natürlich, ich sag nichts. Wenn Sie im Fernsehen, ich sag nichts, hören Sie auf jetzt. Gut, ich sag gar nichts, ja. Dann haben Sie Anrecht auf Personenschutz. Und die ganzen Promis, die haben ja alle, die haben Bodyguards, Schäferhunde und sowas. Und mein Promi-Status, der reicht halt gerade mal zu einer Gans. Sie sind eine ganz, ganz arme Sau. Den Personenschutz, vielleicht wussten Sie das nicht, aber da ist es ähnlich wie beim Yoga. Ja? Beim Yoga kennen Sie das alle, da gibt es Figuren, da gibt es zum Beispiel den herabschauenden Hund, ja? Oder das glückliche Kuhgesicht oder die verzweifelte Tischkante oder sowas, genau. Und ähnlich ist es natürlich auch beim Personenschutz, da gibt es in der Verteidigungstechnik, gibt es Figuren, Ausgangspositionen. Da gibt es zum Beispiel den aufrechten Laternenmast. Wie jetzt? Jetzt? Jetzt. Ja, dann Sie. Sehen Sie? Der aufrechte Laternenmast. Das hat natürlich für die Gans zum Vorteil, sie hat die Situation von oben im Blick und kann im Bedarfsfall natürlich blitzschnell zuschlagen. Es gibt auch wesentlich komplexere Figuren in der Verteidigungstechnik. Ja, die Gans ist bereits in einer von diesen Figuren drin. Diese Figur nennt sich der böse Schwan. Der böse Schwan hat einfach den Vorteil für die Gans. Sie hat einen, wir nennen das im Personenschutz übrigens, einen 180-Grad-Streublick. Ja. Und kann im Zweifel, im Angriffsfall, kann sie den Schwung aus ihrer Halsbewegung nutzen für den Angriff direkt. Nicht? Ich sage immer so, diese Figur heißt deswegen der böse Schwan, weil wenn Ihnen eine Gans, ich sage mal, so gegenübersteht, können Sie sich sicher sein, dass Ihnen auch böses schwant. Ja. Das ist schon gut. Also das ist im Grunde genommen wirklich, Sie müssen aufpassen, ich halte ihn ein bisschen fest. Im Grunde genommen ist das auch eigentlich nicht so schwer, Sie können...